ein Teil will natürlich ankommen, will, dass die Strapazen zu Ende sind. Ein Teil will einfach nur weiterfahren. Ich könnte jetzt sagen, bis ans Ende der Welt, aber da bin ich ja. Das sogenannte Ende der Welt trägt in diesem Fall den Namen Finisterre und liegt im Nordwesten Spaniens. In vorchristlicher Zeit war hier offiziell das Ziel des sagenumwobenen Initiationswegs, der heute den Namen Jakobsweg trägt. Seit vielen Jahrhunderten haben Abertausende von Pilgern an diesen steilen Klippen ihre ausgetretenen Wanderschuhe dem Meer übergeben oder verbrannt. Nach meiner Tour auf dem Camino kann ich nun definitiv behaupten, wer es schafft, aus eigener Kraft bis hierhin zu gelangen, hat nicht nur die eine oder andere Schweißperle vergossen, sondern sich selbst ein unvergessliches Erlebnis bereitet. Im Herbst 2022 bin ich den Camino Frances gelaufen und auch mit dem Fahrrad gefahren. In einem Monat von Saint-Jean-Pied-de-Port aus über die Pyrenäen und weiter quer durch Spanien. Alter, es ist so anstrengend. Unterwegs bin ich immer wieder gefragt worden, warum es mich eigentlich auf den Camino zieht. Immer schön der Nase nach. Hier ist also meine Antwort. Also deswegen bin ich ihn nicht gegangen. Oder gelaufen. Den Camino in der heutigen, zunehmend digitalisierten Welt zu gehen, fühlt sich ein bisschen an wie ein Anachronismus. Oh, knapp 40 Kilometer habe ich im Knochen. Ohne Zweifel hat es etwas Faszinierendes, sich in eine andere Zeit versetzt zu fühlen. Gleichzeitig bedeutet es für mich eine Art Informationsstopp. Eine Auszeit von der Medienüberflutung, eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Und diese Dinge sind in der Regel einfach. In diesem Fall heißt die Devise, morgens in aller Herrgottsfrühe aufstehen, die 6,5 Sachen zusammenpacken, freiwillig ohne Frühstück loslaufen und so lange den gelben Pfeilen folgen, bis der Bärenhunger kommt und vielleicht eine ansprechende Tapasbar. Eine einfache Mahlzeit, ein Gespräch, viel trinken, weiterlaufen. Sich abends in der Herberge mit anderen Pilgern austauschen und über die eigenen schweren Beine staunen. Ich habe noch eine Gänsehaut, wenn ich jetzt hier den Ort verlasse. Schon ein etwas anderer Tagesablauf als im Alltag, aber genau das ist für mich der Schlüssel. Eine Abkehr von der alltäglichen Routine, die mich zum Beispiel oft unbewusst und träge werden lässt. Unterwegs hingegen, in Verbindung mit den Elementen und im Kontakt mit der Natur, fühle ich mich wach und auch am richtigen Ort. Das ist das spanische Outback. Hier ist nichts. Das Besondere am Camino ist nicht nur das Eintauchen in die spanische Kultur oder die Härte des Wegs. Nada. Natürlich ist man auch hier auf sich allein gestellt, aber fühlt sich trotzdem als Teil einer Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel. Man hilft sich gegenseitig und dazu gibt es auch ausreichend Gelegenheit, denn man trifft sich unter Garantie an irgendeiner Ecke wieder. I was afraid you were dead. Wen brauche ich heute? Galizien ohne Regen ist wie Brot ohne Butter. Ach so, windig ist es übrigens auch, weiß was ich sehe. Was bewegt uns Menschen also dazu, der Komfortzone zu entfliehen, freiwillig hunderte von Kilometern über staubige Feldwege zu stolpern, in unbequemen Betten zu schlummern und billigen Wein zu trinken? Und was ist der Effekt? We made it, buen camino. Genau dies habe ich auch mal meine Mitpilger gefragt und ihnen die Kamera vor die Nase gehalten. Francesco sagt, er habe einen Teil der Antwort auf seine Frage gefunden und fühlt sich nun weiser. Das ist Wein. Ich werde irgendwas mit Wein machen. Okay. Ich kam mit der Aufgabenstellung, alleine stärker zu werden. Aber es stellte sich heraus, dass ich nicht alleine bin. Geduldig sein und die Mitmenschen lieben. Ich brauchte die Zeit, um herauszufinden, was in meinem Leben als nächstes zu tun ist. Mein Fokus liegt in Zukunft darauf, ohne Stress zu arbeiten. Einfach mal ein bisschen Seele baumeln lassen, ne? Einfach
loszugehen. To win self-confidence. Selbstvertrauen gewinnen. Ja, das ist ja ein echter Bußegang. It is life-changing for sure. Es hat mein Leben verändert. Es wird immer jemand da sein und ich ziehe die Kraft aus der großen Gemeinschaft. The biggest sense of family. Lars, but what about you? What is your intention? Also, wenn es euch interessiert, der gesamte Film steht auf meiner Internetseite outbiking.de zum Download bereit. Durch euer Interesse an meinen Reisevideos unterstützt ihr meine zukünftigen Projekte. Vielen Dank dafür.